So, hey Leute, und willkommen zurück zu Balloons Monkey City. Und ja, das letzte Mal haben wir einfach ein paar vage Sachen gemacht. Ich habe das hier und noch irgendwas hier oben, oder? Ja, genau, und da ist Wasserlevel. So, und heute werden wir uns weiter hier ein bisschen voranbegeben. Wir werden hier mal diese Lücken hier füllen. Nee, das Level, das mache ich gar nicht. Kann ich mich nie mit abfinden, du. So, wir werden mal das Level machen. So. Einfach nur, damit wir diese Knowledge Packages bekommen. Die es ja gerade für jedes Level gibt, was wir machen, was wir absolvieren. Egal auf welchem. Egal ob auf Hardcore oder so. So, und wir werden jetzt hier. Sind Boomerang Monkeys erlaubt? Ja, natürlich sind Boomerang Monkeys erlaubt. So. Ist ja so wie das letzte Level, was wir gemacht haben. Und würde ich sagen, gehen wir auch genau gleich an. Jo, wir werden hier unten links farmen. Du bist auf First, ja. Ja, ich mag diese Level. Oh, einfach so ein Turm einfach da perfekt reinpasst. Ich vergesse immer, die erste Runde vergesse ich immer nonstop zu machen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich vergesse es einfach. Das ist so angeborener Instinkt, das nicht zu machen. Ich glaube, ich will das wohl gar nicht machen. Weil sonst kann ich mir irgendwie nie denken, warum ich es vergessen sollte. Naja, so, wir werden den natürlich zu einem 2-3 Boomerang machen. Damit er auch ein bisschen was reißen kann. Guck mal, der kann auch schon hier ohne 2-3 das reißen, der Junge. Ich muss sagen, ich fände es cool, wenn es für Balloons Monkey City oder sowas so Texture Packs oder sowas gäbe. Dass man so seine eigenen Texturen da einfügen kann. Jetzt nicht mit einer anderen Hitbox, nicht so, dass es unfair ist für die, die eine größere Textur haben, dann eine größere Hitbox und dann weniger Türme aneinander quetschen können, sondern dass die Hitbox gleich wird, nur dass man irgendwie die ein bisschen verändern kann. Oder dass man dann, keine Ahnung, vielleicht so neue Aussehen für die Affen finden kann. Nicht unbedingt kaufen, ne, ist jetzt ein Free-to-Play-Spiel, dann wollen natürlich auch dem wieder Geld haben. Ninja Kiwi, verstehe ich auch, spiele ich auch gut. Aber so ein paar Outfits, die man so finden kann, vielleicht in den Treasure-Truhen da, ne, fände ich eigentlich schon ziemlich nice. Das, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Bin da irgendwie ein bisschen gerade unkreativ. So, was ich aber weiß, dass ich keine Leben verlieren will. Dann, okay. Halt. Ich bin bereit, wenn mein Körper sagt so. Mein Body is ready. Nee, ich will das No Lives Lost machen. Ich akzeptiere das Spiel. So, und No Lives Lost. Jetzt haben wir hier unseren 2-3 Boomerang und der haut auf Kacke. Der wird jetzt erstmal eine Zeit lang hier alles halten können. Jetzt machen wir unsere Farm natürlich wieder 2-0. Weil, ja, habe ich auch letztes Mal auch gemacht und hat sehr gut funktioniert. Die Map ist einfach nur wie die letzte, nur ein bisschen kürzer, aber wir haben ja schon bei der letzten alles vor der ersten Begehung direkt alles zerstört. Deswegen müsste es so kein Problem sein. Aber ich mag die Map. Ich mag die Dschungel-Maps auch optisch mit diesen ganzen Pflanzen hier nebenan. Das finde ich irgendwie cool. Weiß auch nicht wieso. Aber ich mag generell das Terrain Dschungel, mag ich. Ob in Videospielen oder in echt so. Gefällt mir irgendwie dieses noch nicht entdeckte so. Ich labe schon wieder irgendeinen Scheiß hier. So, aber was ich nicht scheiße labe, ist, dass Boomerang Monkeys einfach Boss sind. So, wir werden jetzt direkt schon die nächste Farm bauen. Das war V, ne? Ja. Ey, ich muss mir den Hotkey mal nur aufschreiben. Nee, hier kommt leider nichts durch, sorry. Okay.
Ja, aber wir müssen das jetzt. Wir machen die auch noch zu einer 2-0. Und danach fangen wir ein bisschen an, ein bisschen Blumenpower zu bauen. So, zwei 2-0 Farms müssten eigentlich erstmal ausreichen. Und jetzt werden wir einfach noch einen weiteren Boomerang Monkey bauen. Ah, ihr könnt schon raten, wohin, ne? So. Hier kommt jetzt der nächste Boomerang Monkey hin. Und jetzt müssen wir erstmal wieder safe sein. Oh, Gott, habe ich ganz vergessen. Es gibt ja auch noch Camo-Balloons. Dann brauchen wir schnellstens einen Mortar. So eine Artilleriestation. Wie man das in einem deutschen Spiel sagen würde. Artilleriestation. Jetzt noch hier Mega Blast, damit auch alles getroffen wird. Ja, sehr schön, funktioniert doch. Und jetzt können wir auch Camo-Ballons entdecken. Wenn wir so noch pinke Camo-Ballons entdecken können, sind wir eigentlich mal safe vor Camo-Ballons, weil schneller als pinke gibt es ja erstmal nicht. Zum Glück haben wir noch keine DDTs Camo-Ballons oder sowas. So, ich werde jetzt einfach mal hier noch ein bisschen mit den Farmen übertreiben. Ach, wir bekommen Money. So schnell, so schön. So. Wir kopieren einfach unser Bild der letzten Map. Das ist. Ah, dieser Ring of Fire Spot. Wie viel er treffen kann. Super. Gefällt mir. Ah, ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt schon ausgesorgt. Jetzt werden wir hier noch einen Glugan einpacken. Strong. Das macht ja auch ein bisschen Schaden. Ey, der sammelt aber auch schon viele Pops. So. Hatte schon seine 1000. Wie viel der erst 1100 und jetzt hat der ihn schon übertroffen. Ja, okay, der ist nicht verkehrt, der Klub. Okay, zu dem kommen wir nicht so viel ran. Mein Beileid, Bruder, mein Beileid. So, jetzt werden wir noch ein paar von denen hier spammen. So. Ja, sind definitiv safe. Werden jetzt noch einen Mortar bauen. Einfach nur, falls jetzt noch ein paar viele Kamboballons auf einmal kommen, dass die dann wirklich alle entdeckt werden. Und nicht ein, zwei durchrutschen und mir dann ein komplettes Spiel versauen. Okay, du schießt mal hier hin, bitte. Ja, doch. Ja, haben die schon geschafft. Ging doch. Und mal wieder ein Package. Mal öffnen. Gucken, was drin ist. Legendary, bitte. Nein? Ah. Okay, Monkey Ace. Einmal eine Rare. Ankommen, kommen, ankommen. So, jetzt werden wir. Werden wir das machen? Da kommen sehr viele Camo. Das heißt, dass ich am Anfang keinen Boomerang-Start machen kann, sondern eher einen Ninja-Start. Komm, probieren wir es. Na, probieren geht über studieren. Obwohl Eltern irgendwann sagen, nee, probier das lieber doch nicht. Studier lieber. So, wir werden unseren Ninja, werden wir hier hin packen. Und jetzt gleich auch noch eine Farm gönnen. Okay, schön, dass manche Spikes einfach schon verbraucht werden. Ja, juckt mich nicht. Nicht alle. Sehr wenige. Zu wenige, anstatt dafür, dass es mich juckt irgendwie. So, wir werden. Wo werden wir? Wir werden hier unten links farben. Aber ist euch schon mal aufgefallen? Es gibt dieses Monkey vs. Monkey. Und
Da sendet man ja Ballons und man erforscht die Ballons und so weiter. Heißt es eigentlich, dass man bei Balloons Tower Defense 5 einfach nur einen kalten Krieg spielt? Dass man. Ja, dass man da eigentlich nur andere Affen abhält, davon seine Existenz zu zerstören? Weil. Die Affen sind die ja, die diese Ballons dann schicken bei Monkey vs. Monkey. Das heißt eigentlich, dass man bei Balloons Tower Defense einfach nur um sein Leben kämpft, dass man von anderen Affen nicht ausgelöscht wird. So. 840 ein Double Shot. Ist auch kein Problem. Ja, aber denke ich mir gerade so, dass die Affen die Ballons erfunden haben, um andere Affen damit zu zerstören. Boah, grausam sind diese Affen, ey. Grausam. Und ich mochte euch mal. Das mag ich nicht mehr. Jetzt spiele ich nie wieder Balloons Monkey City. Außer natürlich hier die nächsten 100 Parts, Millionen Parts. Das Play wird noch Millionen Parts gehen, wisst ihr? So, bis ich alle Teils habe und das auch bei meiner zweiten Welt und so weiter. Ah, die zweite Welt, da kann ich eigentlich auch mal irgendwas drüber machen. Könnte ich? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was so der Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Welt so darstellen soll. Also, ja, was der Unterschied ist. Weil. Na, wie soll man sagen, das sind eigentlich die gleichen. Nur, dass man in der zweiten Welt. Ich bin in der Wüste gestartet irgendwie und. Ja, keine Ahnung, war. Jetzt eigentlich nicht so. Also man teilt sich die Balloon Stone zwischen den Welten. Und aber wirklich da einen großen Unterschied gibt es nicht irgendwie. Dass es da jetzt neue Türme gibt, neue Arten von Ballons oder sowas Cooles. Ne, ist ja eigentlich das gleiche, nur mit einer anderen Stadt. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die schon eine Stadt haben und einfach eine weitere machen wollen. Irgendwie. Keine Ahnung, ob da auch. Also die Events sind die gleichen zwischen Stadt und Stadt. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwelche anderen großen Unterschiede sind. Ich hoffe es einfach mal. So. Ein bisschen Aufmerksamkeit dem Spiel schenken. Ja, ich finde Monkey ist eigentlich schon ziemlich cool, nur ich muss darauf achten, dass wir auch Lead Pop und Power bekommen. Und das werde ich auch relativ tun, relativ bald. Und werde hier einfach mal einen. First. Jetzt haben wir Lead Poppen Power. Genug weiß ich nicht, aber für die ersten paar Metallballons, Lead Ballons, müsste es reichen. Ja, wir kommen doch durch. Nur, meine Spy Factory, die killt irgendwie die meisten Gegner. Irgendwie, hab ich das Gefühl so. Meine Spy Factory hat 766 Kills. Okay, 3000. Nee, kommt hier nicht durch. Nur no, Lives Lost und sowas, ne? Kennt ihr. Oh, schon wieder Money und Pur, Alter. So. Und schaffen dies? Oh, Spy Factory. Gönn's dir. So, wir werden jetzt hier den hier bauen und danach müssten. Ein bisschen verteidigen. So, haben wir es noch überlebt? Da muss ich mich gerade ein bisschen. So, ja, jetzt haben wir auch hier sowas. Jetzt können wir da auch alle Tampons ein bisschen entdecken. Ah, Mann, 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 das war gerade eine ja, interessante Situation. So, wir werden immer hier hinsetzen. Okay, jetzt werden wir aber unsere Farm erneuern.
werde ich. Ja, komm, ich mach dir wieder hier so hoch. Geht ja schnell, ne? Ich finde Zebra-Tambalongs, die sehen so komisch aus. Die sehen irgendwie so, keine Ahnung, so weiß aus, wie eine komplett neue Sorte, aber. Ach, ich weiß nicht. Ist ja keine komplett neue Sorte. So, was baue ich denn jetzt? Ich brauche eigentlich mehr Bloons Poppen Power. Camo Detection haben wir jetzt. Wenn wir das locker hinbekommen. Ja, bekommen wir locker hin, okay. So dringend brauche ich die Poppen Power jetzt eigentlich auch nicht, aber. Nee, passt jetzt wirklich keiner mehr hin. Ach Gott. Dann werden wir den hier hinsetzen. Ja, aber. Wir müssten eigentlich jetzt schon wieder relativ leicht gewonnen haben. Also so viel, dass uns jetzt noch zerstören kann, sehe ich jetzt nicht. Außer Mobs, aber die kommen ja einfach nicht. Das ist ja lustig. In diesem Level kommen die ja. So in dieser. Ja, in diesem Teil, sag ich mal, kommen die ja gar nicht. So. Jetzt haben wir auch so einen. Und jetzt darf uns echt nicht mehr so viel den Sieg versauen. Einfach mal weiter irgendwelche Tower spam. Ja, ich finde Rainbow Ballons, die sehen irgendwie toll aus. Ich mag wie die Designs sind. Und ich mag auch die Camo Weißen da, diese kleinen Camo Weiß. Finde ich auch irgendwie toll. Schöne Farbe. Irgendwie so ein komisches Blau da. Aber mag ich. Vielleicht sehen wir noch irgendwann. Ja, diese Zebras, die sehen aus wie wirklich so Zebra-Ballons, ne? Sie sind Zebra. Aber die Camo-Zebra-Ballons, die sehen gar nicht aus wie irgendein Zebra-Ballon. Da, die weißen hier, die haben irgendwie so ein Himmel-Türkis-Blau. Das erinnert mich irgendwie immer so ein Anime-Film. So einer Fliegenstadt irgendwie. Schon Ewigkeiten her, als ich hingeguckt habe. Aber naja. Aber sonst finde ich. Ich finde hier, Camolette finde ich eigentlich auch noch cool. Ich finde, die Camolette kann man auch wirklich als Camolette erkennen. Und nicht als, keine Ahnung was. Neue Ballonart, wie man vorher noch nie gesehen hat. Also komm, spam einfach noch irgendwas, bevor wir jetzt hier noch verkacken. Was wir eigentlich nie tun sollten. So verkacken. So. Müsste schon ausreichen, ja. So, ein weiteres Level gewonnen. Das ist jetzt das zweite, was wir gemacht haben in dieser Runde. Nein, das ist das erste, was wir in dieser Runde gemacht haben, oder? Boah, ich habe keinen Plan. Haben wir? Nee, das haben wir auch noch gemacht. Das heißt, das zweite, was wir in dieser Runde gemacht haben, das heißt, das war's auch schon für diese Folge. Ich mache es nämlich immer so zwei Runden. Das ist immer so die perfekte Folge. Folgenlänge. Und wir bekommen zweimal Rare. Einmal ankommen und einmal kommen. Sehr schön. Spike Factory Wear. Das ist natürlich sehr toll. Ich will nämlich Level 3 haben, relativ schnell. Super, okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ja, haut rein. Ihr seid auch wieder in der nächsten Folge dabei. Und tschüss.